Ja, hallo, ich habe die Freude, hier den lieben Paul Burger heute zu interviewen. Der sitzt hier schön in der Natur, es ist kalt, aber wir werden ein tolles Interview haben. Und zwar zum Individualantrag, den der Paul gestellt hat, auf Überprüfung der Rechtslage des Suchtmittelgesetzes an den Verfassungsgerichtshof. Was willst du eigentlich mit diesem Antrag erreichen? Also den Antrag, den ich heute hier auch mitgebracht habe, mit dem möchte ich erreichen, dass das Verfassungsgericht mir und allen anderen Recht gibt, im Sinne von, dass das Recht auf Privatsphäre und das Recht auf freie Lebensgestaltung, das Recht beinhaltet, eine gewisse Menge an Cannabispflanzen anzubauen, Cannabis zu besitzen und Cannabis zu konsumieren, solange es nur für mich ist. Was ist ein Individualantrag? Ein Individualantrag ist ein juristisches Werkzeug, das es in Österreich gibt. Und das Ziel eines Individualantrags ist immer die Überprüfung der aktuellen Rechtslage. Also alle Gesetze, die existieren in Österreich, müssen sich an die österreichische Verfassung halten. Und der Verfassungsgerichtshof ist dafür verantwortlich, das zu überprüfen. Mit einem Individualantrag kann ich jetzt als betroffenes Individuum, das ist ganz wichtig, ich muss betroffen sein, sonst kann ich das nicht machen, eine sozusagen Frage an das höchste Gericht stellen, eben an den Verfassungsgerichtshof, ob die aktuellen Gesetze, so wie sie sind, mit der Verfassung einhergehen und verfassungskonform sind oder ob sie doch verfassungswidrig sind. Wie bist du denn auf diese Idee gekommen, das zu machen? Worauf basiert dieser Antrag? Die Idee beginnt mit dem Jugendrichter Müller aus Deutschland, der gemeinsam mit dem Deutschen Hanfverband eine ähnliche Vorlage für Deutschland erarbeitet hat. Ich wusste von der Existenz dieser Vorlage und dann ist es zu einem Zusammentreffen zwischen mir und zwei Zivilbeamten am Freitag, den 13. November, letztes Jahr gekommen, bei dem ich mit einem halben Joint angetroffen wurde. Der wurde konfisziert und ich habe eine Anzeige bekommen nach dem Suchtmittelgesetz. Damit bin ich jetzt eben betroffen von diesen Gesetzen und für mich war es dann relativ naheliegend, mich an einen Anwalt zu wenden, und zwar den Dr. Helmut Graupner, und nachzufragen, ob die Gesetze, die in meinem Fall angewandt wurden, überhaupt so bleiben dürfen, wie sie sind. Was an der Cannabis-Prohibition ist denn verfassungswidrig? Also wir bekämpfen nur einen Teil der Prohibition, und zwar geht es nur um den Bereich der Regeln, der Gesetze, die den Umgang mit Cannabis im privaten Raum betreffen und auch nur zu privaten Zwecken. Also ohne Vorteilsziehung, ohne dass jemand irgendetwas verkauft. Und das ist der Teil, der verfassungswidrig ist, unserer Meinung nach, weil laut Verfassung haben wir alle ein Recht auf Privatsphäre und darauf, unser Leben selbst zu gestalten. Und ich bin der Meinung, dass es innerhalb meiner Privatsphäre ist, wenn ich in meiner Wohnung, auf meinem Balkon oder in meinem Garten eine Cannabispflanze anbaue, ernte, trockne, und dann die Blüten besitz und konsumiere. Das ist meine Privatsphäre, in der das alles passiert. Und ich habe ein Recht darauf, die zu behalten. Die Prohibition dringt zu stark an dieser Stelle in die Privatsphäre ein. Welchen Anwalt hast du denn für diesen Antrag gewählt? Ich habe mich an den Dr. Helmut Graupner gewandt, aus einem sehr einfachen Grund. Er hat 2019 einen Individualantrag für ein lesbisches Pärchen verfasst, der am Ende des Tages die Ehe für alle durchgesetzt hat. Und ich dachte mir, das ist in unserem Fall oder in meinem Fall jetzt ähnlich. Ich möchte selber entscheiden, was ich mit meinem Leben mache. Und deswegen habe ich mich an den erfolgreichen Anwalt Dr. Helmut Graupner gewandt. Gibt es da irgendeinen Unterschied? Du hast gesagt, in Deutschland wurde so ein Antrag gestellt. Gibt es da einen Unterschied zwischen Österreich und Deutschland? Theoretisch gibt es eigentlich nur einen sehr kleinen Unterschied. Die Verfassungen sind bis zu einem gewissen Grad ähnlich. Praktisch gibt es doch einen größeren Unterschied.
Und zwar ist es in Deutschland sehr, sehr viel schwieriger bis fast unmöglich, sich als Individuum an den Verfassungsgerichtshof zu wenden. Das ist in Österreich durch dieses Mittel des Individualantrags möglich. Und auf der anderen Seite ist der deutsche Verfassungsgerichtshof nicht besonders bekannt dafür, politische Entscheidungen zu treffen, sondern da eher sehr zurückhaltend zu sein. Der österreichische Verfassungsgerichtshof scheint mir hier ein bisschen anders gestrickt, weil die letzten drei Entscheidungen, die er getroffen hat, waren meiner Meinung nach doch sehr politisch, eben wie schon gesagt, mit der Ehe für alle, auch der Abschiebestopp nach Afghanistan jetzt vor kurzem und die Entkriminalisierung von Sterbehilfe sind meiner Meinung nach alles recht politische Entscheidungen, so wie die, die ich jetzt vom Verfassungsgericht haben will. Wie geht's mit dem Antrag jetzt weiter? Es gibt zwei Stufen, die der Antrag durchlaufen muss jetzt noch. Er ist am 15.10.2021 abgegeben worden vom Dr. Graupner. Und jetzt ist die erste Stufe eine primär bürokratische Prüfung, eben ob ich betroffen bin, also ob der Antragsteller betroffen ist und noch ein paar andere Hackerl, ob das eine legitime Frage sozusagen überhaupt ist. Das sollte innerhalb einiger Monate entschieden werden. Und wenn das entschieden ist, jetzt nehmen wir an im positiven Sinne, beginnt die zweite Stufe, das ist dann die eigentliche Entscheidung, wo der Verfassungsgerichtshof, die Richter allesamt, sich mit dem Antrag befassen und entscheiden, ob der angenommen wird oder nicht. Das wird dann irgendwas in der Größenordnung von einem Jahr oder vielleicht auch mehr brauchen. Fass uns noch einmal zusammen. Was ist denn die Zentralaussage deines Antrages? Die zentrale Aussage des Antrags ist, dass ich der Meinung bin, dass es innerhalb meines Privatlebens und meines Rechts auf freie Lebensgestaltung genug Platz dafür gibt, Cannabis in geringen Mengen für mich anzubauen, zu besitzen und auch natürlich zu konsumieren, sofern Dritte dadurch nicht beeinflusst werden. Das ist die zentrale Aussage. Ich glaube, dafür muss es genug Platz geben innerhalb meines Privatlebens und die aktuelle Gesetzeslage muss ich dem anpassen. Wie können wir alle dich unterstützen? Würde es Sinn machen, irgendwelche Promis mit ins Boot zu holen oder was können wir tun? Grundsätzlich gibt es nicht mehr besonders viel zu tun, außer Öffentlichkeitsarbeit, darauf hinzuweisen, dass dieser Antrag existiert und auf der anderen Seite den Antrag bzw. den Anwalt zu bezahlen. Also ich habe das Geld zum Glück von meinem Vater ausbauen können und den Anwalt bereits vollständig bezahlt, auch die Gerichtskosten. Da geht es in Summe um ca. 13.000 Euro, da könnten noch ein paar wenige Tausend dazukommen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir diese Rechnung uns alle teilen können oder einige von uns die Rechnung sich mit mir teilen, weil den Sieg teilen wir uns auch alle und wir werden alle dann besser schlafen und einfach entspannter leben, wenn unser Recht auf Privatsphäre respektiert wird. Also ich glaube, viele Menschen hier in Österreich freuen sich schon drauf, den Erfolg mit dir zu teilen. Aber sagt ihnen doch einmal, wie können sie noch die Anwaltskosten da mit dir teilen oder so? Wie können sie dich unterstützen finanziell? Danke für die Frage. Ich habe eine Homepage, auf der findet ihr nochmal alle Infos und auch die Infos zum Spenden. Die Homepage lautet www.craftculture.eu und unter dem Reiter /freedom findet ihr dann alles zu dem Individualantrag und zum Spendenkonto. Wir werden den Link ganz sicher auch irgendwo rund um dieses Video nochmal platzieren. Danke für eure Aufmerksamkeit und fürs Zuhören. Ich freue mich auf eine gute Entscheidung vom Verfassungsgerichtshof.